Der GIZE-Inbetriebnahmekoffer ist speziell für die Inbetriebnahme und Parametrierung der intelligenten Antriebsgeneration IQ Window Drives ausgelegt. Er kann aber auch für die Inbetriebnahme von herkömmlichen 24-Volt-Antrieben eingesetzt werden. Das mitgelieferte Anschlusskabel ermöglicht eine einfache und schnelle Inbetriebnahme der Antriebe. Mithilfe der integrierten Akkus kann der Inbetriebnahmekoffer auch ohne 230 Volt Versorgung mobil eingesetzt werden. Zudem gibt es eine Anschlussmöglichkeit für das separat erhältliche GIZE Service Terminal ST220, mit dem sich die IQ Window Drives individuell parametrieren lassen. Zur Parametrierung benötigt der Antrieb 24 Volt Spannung. Dafür wird der Schalter Window Open Close auf Close gestellt, der Schalter Linbus wird auf On gestellt. Mit dem Service Terminal ST220 können unter dem Menüpunkt Parameter verschiedene Antriebsparameter wie Geschwindigkeit, Lüftungshub oder Alarmhub ausgewählt und individuell eingestellt werden. Mit dem Schalter Lüftung und Alarm können die jeweiligen Anwendungsfälle getestet werden. Das Benutzerhandbuch Parametrierung mit Service Terminal ST220 und Inbetriebnahmekoffer bietet eine detaillierte und hilfreiche Beschreibung aller Einstellmöglichkeiten.